15 Aussagen, 15 Fehler, korrigiere und gewinne bei Endgegner. Hallo, mein Name ist Etienne. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Endgegner. Ha, Moment, da war ja ein Fehler in dieser Aussage. Wie wäre es richtig gewesen, Eddie? Ich bin Etienne Gade. Du bist Lars-Erik Paul. Ja! Genau so funktioniert die Sendung. Wir werfen uns Namen an den Kopf. Viele davon sind falsch und die gilt es zu korrigieren. Das ist unser beliebtes Format Endgegner. Heute zu einem Thema, was uns in den letzten 10 Jahren sehr bewegt hat, mit zwei grandiosen Spielen, mit einer HBO-Serie, die uns alle bewegt hat. Es geht um Last of Us und im Endgegnerstuhl hat schon jemand Platz genommen, der uns auch schon ein bisschen flext, würde ich sagen, mit einem Tattoo zum Spiel. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Wie kam's? Wann hast du dir das Tattoo gemacht? Warum hast du es dir gemacht? Ja, für die Sendung. Das ist doch voll deep jetzt, Andreas. Nee, boah, also Kurzfassung ist, ich bin natürlich obsessed mit der Reihe. So, die hat mich übelst geprägt. Und damals irgendwo, als Teil 2 rauskommt, ist mich auch motiviert, mich nochmal bei Rocket Beans zu bewerben, weil ich so geflasht davon war. Oh. Und einfach so, warum das Tattoo? Also, Ellie macht's ja um so quasi ihre Herkunft ein bisschen zu verdecken. Und das war schon ähnlich in meinem Leben so immer. Die ist so als türkischstämmiger in Deutschland aufwachsen. Das war halt nicht immer leicht. Und irgendwie für die Türken war ich der Deutsche und für die Deutschen war ich der Türke. Aber irgendwo war man nie wirklich zu Hause so. Deswegen auch so das, dass man so ein bisschen seine Herkunft dann verschweigen muss oder so. Also egal, wo dich deine Wege hinführen, hier hast du immer ein Zuhause. Ja, hab ich. Für mich bist du immer Bert. Ja, das ist jetzt mein Zuhause, meine Heimat. Sehr schön. Und vor allem hast du schon deinen Wohnzimmersessel sozusagen beansprucht. Also du wirst hier heute als Endgegner bei Last of Us sitzen. Ob das zu Recht ist oder ob die Herausforderer doch eine Chance haben hier, das finden wir heute raus. Sarah ist da. Auch du hast eine große Passion für Last of Us. Hast eben auch noch bis zum Aufzeichnungsbeginn in deinen Notizen gewühlt. Wie sehr hast du dich vorbereitet? Ich kenne dich. Ich weiß, dass du immer jemand bist, der sowas auch ernst nimmt. Das stimmt. Wenn ich vor was aufgeregt bin, dann sind es irgendwie so Skill-Sendungen, Quizzes. Bin ich immer noch gestresst vorher und ich habe mir dadurch, dass ich zum Release gespielt habe, ich habe Last of Us 1 auch noch mal vor dem Release von Last of Us 2 gespielt und jetzt nicht irgendwie zum Remake noch oder so. Das heißt, das ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Ich habe halt noch mal so Inhaltsangaben. Ich habe gerade auch schon gesagt, das passt natürlich voll ins Setting, aber die haben halt alle so generische amerikanische Namen. Sind halt alle Frank und Ted und vielleicht streue ich jetzt auch falsche ein. Aber das habe ich nochmal versucht, mir anzugucken. Aber ich versuche auch, die Stakes so niedrig wie möglich zu halten und nicht wie Bertie hier reinzukommen. Ist doch, das ist ja richtig krass, wenn Jeff stirbt. Ja, stimmt, Jeff. Oh nein. Ja. Du lässt dich davon natürlich nicht verwirren. Nein, natürlich nicht. Wie lang ist es bei dir her? Hast du die Serie auch komplett geschaut? Ja, ja, Serie komplett geschaut. Last of Us 2 habe ich erst, also noch dieses Jahr durchgespielt. Mhm. Ja, Last of Us 1 ist schon ein bisschen was her. Aber bei mir ist ja eh so, alles, was 2 Wochen zurückliegt, ist ja mehr oder weniger, vermischt sich das in einem Strudel an Erinnerungen oder auch nicht. Also, aber ich bin mir sicher, Sarah wird's rausreißen. Ja, denn ihr, kein Jeff. Ihr beide seid ja zusammen, spät gegen Bertie, versucht ihn vom Thron zu schubsen. Wenn ihr das denn schafft, dann gucken wir noch aufs interne Duell, um festzulegen, wer hier der neue Endgegner ist. Aber vorher habe ich noch ein paar Aussagen für euch, die es zu korrigieren gilt. Wir kommen ganz sachte rein in die Aufzeichnung zu The Last of Us. Ich möchte von euch Folgendes korrigiert haben. Aussage Nummer 1. Verantwortlich für die Infektion ist ein mutierter Stamm des Virus Cordyceps mit Ursprung in Südamerika. Wie immer die Aussage einmal eingeblendet. So. Berti. Der Ursprung liegt, glaube ich, in Indien. Nein. Sarah. Das ist ein Pilz und kein Virus. Exakt, so ist es. Ach, fuck. Exakt, so ist es. Wir kommen locker rein. Das ist wegen dieser scheiß HBO-Serie, weil es da dieses Intro gibt, wo das in Indien ist. Ja, stimmt. Ach, fuck. Ja, handelt sich also nicht um einen Virus, sondern um. Wenn das ein Pilz ist, da sehen wir es nochmal. Kann man sich dann da überhaupt, also reicht das um? Durch Sporen, ja. Ja?
Ja. Pilz kann eine Krankheit. Mann, ey. Ja. Gut, da sehen wir es nochmal. Danke, HBO. Aufgelöst. Stark sein. Erster Punkt. Ah, genau, Minuspunkt auch noch. Super gut. Ja. Wir machen direkt weiter mit der zweiten Aussage. Infizierte verwandeln sich, je nachdem, wie lange sie bereits infiziert sind. Maßgeblich unterscheidet man im ersten Teil des Spiels 4 Stufen. Runner, Stalker, Klicker, Boomer. Nein! Sarah? Shambler statt Boomer. Nee, Quatsch. Entschuldigung, ich weiß es. Sorry. Berti kann abstauben. Es sind die Bloater. Ja. Statt? Das, was du als letztes gesagt hast. Boomer? Schaffst du? Ja. Okay. Ja. Das geht ja hier richtig gut los. Okay, also. Runner, Stalker, Klicker, Boomer stand da. Richtig korrigiert sehen wir Boomer. Kennt man vielleicht aus Left 4 Dead. Da gibt es die unter anderem durch Bloater ersetzt. Das ist mein Freundeskreis auch. Was Sarah gesagt hat, die Shambler, die kennen wir natürlich aus Friends auch zum einen. Aber erst aus dem zweiten Teil Last of Us wurden die eingeführt. Trotzdem, ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell seid ihr auch am Start hier. Okay. Ja, das wird jetzt wieder so eine Nummer, wo man so auf Miesen. Das ist wieder ausgeglichen. Oh, ich hasse das. Ja. Gut, da sehen wir es nochmal. Stalker. Das geile Duell in der Schulhalle. Was in der Sporthalle. Denn dann der Runner? Ach, das sind die. Das sind die ganz am Anfang. Die, ja. Die normalen, die so halb in. Also noch nicht ganz. Stalker gibt es im ersten Teil, glaube ich, nur so an 2, 3 Stellen. Also man trifft die gar nicht im Spiel. Dass die ganze häufig Zeit so rumstehen? Die sich hinter den Ecken mal so verstecken. Ja, okay. Ja, ja. Wenn man mit Joel in seiner Kanalisation oder so ist. Ich glaube, Joel. Ja, sorry, Jeff. Joel. Mit Jeff natürlich. Jeff. Gut, wir gucken noch mal auf den Punktestand. Hier ist schon einiges passiert nach 2 Fragen. Es steht aber 0-0. Lasst euch davon nicht irritieren. Alles ist also noch offen. Aussage Nummer 3. Die Anführerin der Fireflies, Marlene, wird von Joel im OP-Saal erschossen. Nein. Sarah? Im Parkinglot unten, die wird nicht im OP-Saal erschossen. Richtig. Wir schauen auf die Auflösung. Ja. In der Tat, Parkinglot, Tiefgarage lassen wir natürlich gelten. Ist das erste Mal? Ich glaube, hier geht es heute nur um Schnelligkeit. Ja, logisch. Als sie ihn aufhalten will. Ja. Als er schon Ellie rausgetragen hat. Ja, genau das. Wo er sie getragen hat. Ja, dann mit der Pistole runter. Es ist irgendwo abgeschlossen. Es ist alles da. Aber ich kriege auch das Zitat nicht mehr zusammen, aber es geht quasi darum, sie möchte, dass er sie verschont, aber Joel sagt halt, wenn ich dich verschone, kommst du uns hinterher. Ja. Und er will quasi für Ellie diesen Hardcut, dass ihr nicht passieren kann und schießt sie dann. Ich glaube, er sagt immer, you would only look after us. Ja. Und das ist ja, glaube ich, in der Serie fast 1:1 umgesetzt, wie auch im Spiel. Das fand ich sehr cool gemacht, ja. Eddie, du hast mal gesagt, du hast eigentlich nur noch Zeit für überragende Spiele. Ja. Sind Last of Us 1 und 2 überragende Spiele aus deiner Sicht? Also storytechnisch, was die Erzählung angeht, auf jeden Fall. Gameplay-technisch nicht unbedingt. Da sind sie immer noch gut und machen auch Spaß. Wobei ich jetzt finde, bei Last of Us 2 hat sich schon ein bisschen gezogen zum Ende hin. Also da hätte man vielleicht, wäre es ein Film, hätte ich gesagt, da hätte man noch ein bisschen was schneiden können, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so, was die Inszenierung angeht, was so Dialoge, Voice Acting, generell alles angeht, ist das, absolut Benchmark. Und ich kann mich auch an wenige Spiele erinnern, muss ich sagen, wo ich, wo es mich so emotional so auch dann mitgenommen hat. Weil meistens ist dann doch immer irgendwas ein bisschen so zu klischeehaft oder zu videospielig, dass es mich so richtig catcht. Aber bei Last of Us, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil, hat mich das emotional richtig mitgenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Sarah, ging es dir ähnlich? Ja, voll. Also ich bin schon jemand, der sich von Stories und auch von in Videospielen oft mitnehmen lässt und dann mal ein Tränchen verdrückt. Aber bei Last of Us Part 2 hatte ich sogar den Moment, dass ich erstmal den Controller weggelegt habe und gesagt habe, ich will nicht weiterspielen. Und ich glaube, wir spoilern hier viel, ne? Kann schon erzählen. Es gibt halt diesen Kampf, wo du mit Abby und Ellie kämpfst. Und den Moment da dann drauf einzudreschen. Ich es erstmal so hingelegt, hab gesagt, nein. Das hab ich auch gemacht. Ich mach das nicht, nee. Nee, mach ich nicht. Und sie unter Wasser zu drücken, ist das nicht auch? Ja. Das ist noch später, aber ja. Ja. Okay, 3 Aussagen liegen hinter uns. Ihr seid sehr schnell und mal schauen, ob das bei der 4. Aussage auch der Fall ist. Folgendes möchte ich korrigiert haben.
In der Serie genießt Bill, gespielt von Nick Offerman, gerade ein Steak, als er via Überwachungskamera zusieht, wie ein Infizierter in seine Bären. Es ist kein Infizierter, sondern es ist Frank, so ein Überlebender. Und daraus entsteht dann eine sehr schöne Liebesgeschichte, die, wo ich Rotz und Wasser geholt habe in Folge 3. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist der Geht nicht einher mit dem, was ich hier habe. Warte kurz, ja. Also es ist Frank, der aus so einem, aus so einer Luke rauskommt. Also wenn es jetzt auch noch um diese Bärenfalle geht. Ich muss die Frage nochmal freigeben an Sarah und theoretisch am Abstand. Wir reden gleich nochmal drüber. Hä? Ja, ja, das habe ich auch. Das Steak ist es, aber ich weiß auch nicht, was er isst. Ihr habt die Chance, theoretisch abzustauben, müsst aber auch nicht. Wir reden gleich drüber. Ich weiß auch, dass Frank da auftaucht, schon klar, aber ich weiß nicht mehr, ob da vorher noch, wir können ja laut reden, ich weiß nicht mehr, ob da vorher ein Infizierter noch drin ist. Ich weiß auch noch, dass es diese, es ist keine, ach so, Bärenfalle ist so ein Ding, ne? Ist ne? Dann kommt er aus, ja. Fallgrube. Ja. Nee. Hey, es ist schon Frank, der aus der Fallgrube kommt. Er kommt in eine Fallgrube. Er fällt doch in eine Fallgrube. Dann wären ja zwei Fehler drin gewesen. Dann wäre ja sowohl Infizierter als auch Bärenfalle falsch. Was wir eigentlich wollten, ist Folgendes. Alles richtig, Steak, als er via Überwachungskamera zusieht, wie ein Infizierter in seine Bärenfalle tappt. Korrigiert habe ich hier, wäre es ist keine Bärenfalle, in die der Infizierte tappt, sondern diese Selbstschussfalle. Was? Ja, das ist ja eine Selbstschussfalle. Dieses am Zaun. Ja, ja, dass dann einfach was losgeht, weil er durch was durchläuft. Aber was ich mich nämlich nicht mehr ganz genau erinnert habe, bevor das mit Frank passiert, passiert das auch noch mit einem Infizierten und das hatte ich nicht mehr 100% im Kopf. Ey, Leute. Das aber er holt Frank, ihn doch aus so einer Grube raus. Das ist aber Frank und kein Infizierter, weil Frank ist ja nicht infiziert. Es geht darum, dass vor dieser Frank-Szene noch ein Zombie, wir sagen nicht Zombie, irgendwo reinläuft. Ja, ja gut, aber ja, ist okay. Also, ja. Selbstschussfalle, ne? Ich also hätte auch ich, Schusszaun. Sammeln mal weiter. Den Zaun hätte ich alles gelten lassen. Aber ey, insofern nichts passiert. Kein Stress. Ja, es ist tricky. Ja. Okay, gut. Das heißt, mit Blick auf die Punkte müssen wir leider einen abziehen, aber minus 1 und 0. Nochmal der Hinweis: wenn ich die einmal vorgelesen habe, dann seht ihr die auch auf dem Monitor. Okay. Vorher müsst ihr meinen Worten lauschen. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Aussage. Nachdem Sam zu einem Runner mutiert, tötet ihn sein Nachbar Henry mit einem Kopfschuss. Sein Sarah. Bruder. Richtige Antwort. In der Tat, sein Bruder. Wie schnell bist du, Sarah? Henry. Wer ist nochmal Sam, wer ist nochmal Henry? Das sind die zwei POC, die sie treffen in Pittsburgh. Das ist der kleine Junge. In der Serie kann er auch nicht. Und der wird bei dem Kampf wird er verletzt und über Nacht verwandelt er sich. Und in der Serie versucht Ellie ihn noch zu heilen mit dem. Aber erschießt er sich nicht selbst, der Vater? Das ist der Bruder, aber er ist ein sehr viel älterer Bruder, aber er erschießt, naja, das Kind rennt ja auf Ellie zu und um das zu retten, erschießt er quasi seinen Bruder und weil er damit nicht klarkommt, schießt er sich selber noch in den Kopf. Ja, genau. Bertie, nachdem du die Namen wieder sehr investiert warst, logischerweise in die Spiele, wir haben schon gehört, dir das emotional auch viel bedeutet hat, als dann die Serie kam, konnte die deine Erwartungen erfüllen oder warst du so, lag so viel Druck auf der Serie, dass die so gut sein muss, dass du eigentlich erstmal dachtest, puh, kann mir das Franchise vielleicht sogar versauen, wenn es keine gute Serie ist? Naja, nee, das hätte, also selbst wenn es wirklich eine schlechte Serie geworden wäre letzten Endes, dann hätte sie mir das auf keinen Fall als Franchise versauen können. Aber ey, diese Serie ist für mich krass. Also ich war komplett hin und weg, als ich die gesehen habe. Ich finde, das ist eine perfekte Umsetzung eigentlich, wie du Videospielstoff in etwas Filmisches machen musst. Und wenn ich dann diese Internetreaktion lese wie, oh, es sind so wenig Kämpfe und so wenig Infizierte, da denke ich mir, Leute, wirklich, also was wäre jetzt geil, wenn du 20 Minuten lang Joel siehst, wie der da rumrennt und dann sich einen Molotow-Cocktail bastelt und dann rumschmeißt und dann, oh, noch ein Infizierter. Nee, also das hat mir so viel Mehrwert gegeben und ich habe es ja gerade schon angesprochen, Folge 3 mit Bill und Frank, das war echt so ein Ding, da hast du gemerkt, das haben sie im Spiel einfach ein bisschen versaut. So, das fand ich auch damals schon nicht so nice, wie sie das gelöst haben mit so einem Brief, den du finden kannst, wo du dann einfach entscheiden kannst, also kurz als Input, im Spiel ist es so, dass Bill und Frank sich, also es ist Bill, Frank mochte, aber Frank hat ihn gehasst und Bill wusste davon nichts. Dann kann man einen Brief finden und dann kann man entscheiden, so, zeigt man das Bill oder nicht. Mhm.
Und was sie dann in der Serie daraus gemacht haben mit dieser Liebesgeschichte ist, ey, ich hab so unfassbar geweint. Die letzten 10, 15 Minuten oder so. Mhm. Also ich bin wirklich, ich freue mich jetzt schon auf Staffel 2 und bin auch sehr gespannt, wie sie dann dementsprechend Teil 2 als Serie umsetzen werden. Gerade auch, was die Länge angeht. Wo sie ja, glaube ich, auch schon gesagt haben, dass es nochmal mehr Staffeln werden. Weiß man schon, wer Abby spielt? Ja. Ist das schon raus? Ja. Ich glaube schon, ja. Danke. Reichen wir nach. dann machen wir weiter mit der nächsten Aussage. Kurz schon mal ein kleiner Disclaimer. Es gibt da einen kleinen grammatischen Fehler, von dem dürft ihr euch aber nicht aufhalten lassen. Schwierig dann. Na gut. Ja. Wird schwierig. Jetzt habe ich euch natürlich geframed, aber auch eine Ausrede gegeben. Trotzdem die nächste Aussage für euch. Joel und Ellie treffen in Salt Lake City auf eine Herde Giraffen. Im zweiten Teil stoßen Abby und ihr Vater Jerry auf eine Giraffe, die gerade ihr Junges geboren hat. Mmh, was sind diese Scheißnamen? Viele Variablen. Sarah. Elefant statt Giraffe im zweiten? Falsch. Shit. Bertie kann theoretisch abstauben, kann sich die Frage nochmal in Ruhe durchlesen. Joel und Ellie treffen in Salt Lake City auf eine Herde Giraffen. Im zweiten Teil stoßen Abby und ihr Vater Jerry auf eine Giraffe, die gerade ihr Junges geboren hat. Steht gebärt hat. Gebärt geboren hat, ach so. Genau, heißt der Vater Jerry? Der Vater heißt... Och, wie heißt denn der? Ich muss nichts riskieren. Ja, kannst ja, auch sagen, klar. Wenn dir das zu heiß ist. Gerade auch, weil wir jetzt dann wieder... Nee... Ich komme nicht drauf, ich skip. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist der Vater, das ist nicht Jerry. Doch. Sarah schüttelt den Kopf. Frage ist geschlossen. Kannst nochmal spekulieren, echt? Sarah? Du warst eigentlich auf dem richtigen Dampfer. Es ist was mit den Tieren, weil der heißt Jerry. Ja. Das weiß ich safe und Salt Lake City ist auch richtig. Da ist nämlich am Schluss das Krankenhaus. Ich würde sagen, wir helfen euch ein bisschen auf die Sprünge und wir schauen tatsächlich rein in einen ganz kleinen Ausschnitt. Das wäre die Lösung gewesen. Bitte schön. Was ein Reh? It's really in there. Abs, come here. Jerry? Ja. Das passt gar nicht. Ich finde, das ist kein Jerry. Nee, ich habe Jerry auch nicht abgeschrieben. Jerry ist so ein Dulli-Name und ist ja ein super liebevoller Vater. Die haben alle diese Jerry, John, Jack, ja, genau. Jim, Bob. Ja. Jeff, John, Johnson. Naja. Ja, es war ein Zebra, wie wir gesehen haben, aber nichts passiert für Bertie. Bei Sarah müssen wir allerdings einen abziehen. Das war dumm. Ich muss aufhören damit, wenn ich es nicht weiß. Halt dich an, Eddie. Der wartet erstmal ab, der macht wie sich das Ganze entwickelt. Der kommt einfach nicht dazu. Ihr seid in Führung. Schiss vor Bertie, dass der schneller drückt. Du warst bis jetzt jedes Mal schneller. Ja, aber teilweise auch dumm. Wir machen weiter mit der nächsten Aussage. Um im zweiten Teil eine Rauchbombe herzustellen, benötigt man Stoff und Sprengstoff. Och, Leute. Wer hat denn mit Rauchbomben gespielt? Bisschen craften. Um im zweiten Teil eine Rauchbombe herzustellen, benötigt man Stoff und Sprengstoff. Geht nochmal in euer Geist. Also, ne, wie gesagt, ich liebe diese Spielerei über alles, aber Sachen vom Gameplay zu fragen, ist immer schwierig. Weil so wie Eddie es gesagt hat, es brilliert jetzt nicht unbedingt mit dem Gameplay. Weil man drückt da ja einfach nur irgendwie die Taste. Und interessiert mich doch nicht, was der da letztendlich... Ich mach... Crafting-Materialien, die du irgendwie... Ich trau mich nicht. ...an jeder Ende, Ende einsammelst und dann sind das zwei Tastendrücke und es ist halt Jahre her. Eine Story behältst du eher als das, glaube ich. Dann lasst mich euch helfen. Boah. Also... Ist traut sich jemand? Nee, ihr könnt noch. Ich würde jetzt nur mein Guess wäre, es ist. Dann ist vorbei, ja. So. Dann ist vorbei, dann ist die Frage. Ja, also, okay. Ne? Wir wollen nicht. Dann will niemand jetzt was sagen. Raten, ja. Ich glaube, es ist nicht Stoff, sondern Wasser und Sprengstoff. Kann das sein? Also Alkohol. Zucker. Wäre es gewesen. Boah, nee, never. Zucker. Was? Nee, Leute. Ich dachte vielleicht aus Sprung. Ja, aus Stoff und Sprengstoff, dass so eher ein Molotow-Cocktail ist oder so und keine Bombe, aber... Es gibt Zucker in dem Spiel? Ja, das war im zweiten Teil. Im ersten gab es das nicht. Glaube ich zumindest. Naja. Apropos Zucker, gibt's eine... Du hast schon ein bisschen was gesagt, emotional gab es so eine Lieblingsszene oder irgendwas, was euch sehr berührt hat in den Spielen, in der Serie? Außer Frank und... Grundsätzlich das Ende. Also halt... Ich weiß noch, beim allerersten Mal, wo ich das gespielt habe,
ich bin wirklich mit Joel durch dieses Krankenhaus, habe ich mich durchgeschossen und wirklich, ich bin in diesen OP-Saal reinkommen und ich habe nicht eine Sekunde angehört, ich habe diese Person direkt erschossen. Mhm. Im allererst, weil ich so krass auf Pump war, weil ich einfach unbedingt Ellie retten wollte und erst dann, wenn man im zweiten Teil dann rausfindet, so okay, das ist der Vater von Abby, erst dann habe ich das nochmal gespielt und habe dann die mal reden lassen und dann so, die sagen ja was, so ey, bitte, das ist für das Wohl der Menschheit. Das ist so. Aber, ich glaube, in der Serie ist es auch eher so beiläufig, ne? Also da haben sie es noch gar nicht erwähnt. Ich glaube, der trägt sogar so einen Mundschutz. Ja. Und also, wenn man die Spiele nicht gespielt hat, also nur das Wissen der ersten Staffel Last of Us, dann weißt du noch gar nicht, welche Brisanz das hat, weil es so nebenbei ist. Mhm. Als Spieler von dem Spiel habe ich das dann natürlich gecheckt, habe gesagt, ach, ich weiß, was ihr da gemacht habt. Ihr habt den da reingeschmuggelt und es wird wahrscheinlich irgendwann einen Rückblick geben, wo man dann das sieht. Aber ja, ist interessant, wie die das in der Serie gelöst haben. Eddie, wie ging es dem ersten Spiel, als so der erste Major-Twist ist und man jemanden verliert am Beginn des Spiels, also konkret die Flucht von. Du meinst gerade das, ja, der Anfang Tochter? Und so, ja, das war schon, das war so ein bisschen wie bei Game of Thrones, wo sie, Achtung, Spoiler, Eddard Stark killen, wo du einfach so denkst, also da werden dann einfach so Regeln festgezut, wo du sagst, okay, ab jetzt ist alles möglich, ja, weil keiner ist mehr sicher, wenn die den Star der Serie direkt in der ersten Staffel killen, dann ist niemand sicher und bei Last of Us war es dann auch so, okay, die killen die Tochter. Ja. Damit ist alles sozusagen jetzt, jede Person, die du triffst, ist nicht mehr sicher. Und das finde ich eigentlich ganz geil, auch wenn es hart ist. Aber das gibt dem Ganzen natürlich so einen ganz anderen Fallhöhe. Ich kann da nur den YouTube-Channel hier Lessons from the Screenplay empfehlen, weil der hat eine Folge dazu, warum gerade dieser Anfang so emotional ist. Weil ich habe mich immer gefragt, du spielst diese Person ja nur eine halbe Stunde. Warum catcht dich das so? Und da geht dann wirklich so das Drehbuch durch, so Neil Druckmann, das ist richtig gut gemacht. Wie heißt der Channel? Lessons from the Screenplay. Also der ist eigentlich normalerweise eher auf so Filme spezialisiert, aber hat dann ab und zu auch mal so Abdriftungen so ins Videospielgenre. Hattet ihr das Gefühl, sie sind dieser Szene gerecht geworden in der Serie? In der Pilotfolge? Voll. Ja. Doch, sie geben Sarah ja am Anfang auch noch mehr Raum. Man geht ja quasi so den Tag mit ihr noch ab. Mhm. Und ich glaube, das ist das vielleicht für Menschen, die das Spiel nicht gespielt haben, braucht, um bei einem Medium, bei dem du nicht so immersiv drin bist wie bei einem Videospiel, mit ihr mitfühlen zu können. Deswegen war das schon gut, dass sie das gemacht haben, aber im Spiel brauchst du das nicht. Da bist du sofort so abgeholt von der, das ist es, eine halbe Stunde, die du spielst. Und für die Leute, die das Spiel kennen, haben sie aber wieder mehr über Sarah und ihren Tag erfahren, was, glaube ich, schon echt gut gelöst war. Das ist ja auch einfach für Joel einfach so unfassbar wichtig, um zu verstehen, warum er. Also für die gesamte weitere Story ist es ja so wichtig zu sehen, warum er so ist, wie er ist und das Verhältnis zwischen Ellie und ihm so ist, wie es ist. Und dadurch bekommt ja alles erst so eine richtige Gravitas. Mhm. Da muss Andreas. Sehr gut. Schön. Dann machen wir weiter mit der nächsten Aussage. Denn das ist ja hier, was unseren netten Talk immer noch unterbricht, diese lästigen Fehler, die sich da eingeschlichen haben. Folgendes möchte ich korrigiert haben. Ellie wird von ihrer Freundin Riley in eine verlassene Mall geführt. Die beiden küssen sich und werden später in einer Spielhalle von einem Infizierten angegriffen und gebissen. Oh nein. Bertie? Hör mal. Ich raff das gerade irgendwie nicht. Weil die werden nicht in die verlassene Mall geführt, sondern sie gehen halt. Also, es ist safe nicht der Fehler, aber irgendwie ist es das Einzige, was ich gerade. Ja, ich muss Sarah und Eddie die Chance geben, abzustauben. Ja, dann. Achso, jetzt können wir ja, ne? Ja, ihr könnt. Stimmt. Ja. Also, der obere Part stimmt komplett. Also. Wir dürfen laut machen. Achso, ja, ich glaube, es ist. Es werden doch nicht beide gebissen, oder? Doch. Also, sie werden zumindest beide verletzt und anhand von dem Text kannst du ja nicht sagen, ey, nur eine oder so. Da kannst du ja nicht einfach sowas ändern. Sie küssen sich auch und sie werden beide angegriffen, sie werden beide infiziert. Ellie überlebt es logischerweise, aber die Spielhalle, die sind ja auch an diesem, die sind an diesem Spielautomat. Das stimmt schon alles, aber wenn sie angegriffen werden, die sind in irgendeinem Art Laden, die stehen auf dieser Glastheke auch, wo sie sich noch verteidigen. Aber ich wüsste nicht genau den Begriff. Es könnte halt dieser Halloween-Kostüm-Shop sein, aber boah. Ja, als hätte ich nicht zugehört. Es ist keine Spielhalle. Es ist ein
Kostüm- oder Bekleidungsladen. Irgendwie so. Okay, ja, ja, Kostümladen lasse ich gelten, Halloweenladen, wie auch immer man das nennen möchte. Das war in der Tat der Fehler. Ihr habt das sehr schön alles hergeleitet und rekonstruiert. Yes. Punkt für Eddie. Eins der schönsten Zitate auch. Welches? Ich krieg's nicht wörtlich hin, aber sie werden ja beide verletzt und dann ist es halt dieses, hey, entweder wir töten uns jetzt oder wir lost our minds and get all poetic together oder so. Ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber es ist, ah, Gänsehaut. Mhm. Oh, nee, du hast mich richtig aus dem Konzept gebracht, weil du am Anfang so schnell warst, denk mittlerweile so, ah, ich muss ganz schnell drücken. Triggerfinger. Und mach dann einfach so gut, alles Fehler. Taktisch. Punkt für das Stark. Team von Sarah und Eddie. Damit steht es hier -2:1. Ein typischer Punktestand bei Endgegner. Die nächste Aussage. Die Siedlung Jackson, die von Maria und ihrem Vater errichtet wurde, profitiert maßgeblich vom Strom des nahegelegenen Atomkraftwerks. Ah, ich. Bertie? Das ist ein Wasserkraftwerk, ja. Das ist kein Atomkraftwerk. Komplett richtig. Ja. Genau so ist es. Staudamm hätten wir auch nennen können. Genau so ist es. Da der Fehler. Wasserkraftwerk in der Nähe. Punkt für Bertie, der hier wieder rankommt. Wichtig. Richtig. Würde man Fußball sagen, der Anschlusstreffer. Richtig. Nächste Aussage. Eddie ist drin, er ist nach vorne gegangen, der hat jetzt einen Punkt, der wittert da was. Da geht doch was. Geht was heute, da geht was. Folgendes möchte ich korrigiert haben. Tess und Joel sind als Schmuggler tätig. Sie geraten mit Robert in der Serie bei einem Geschäft mit Benzin aneinander. Im Spiel geht es um Waffen. Boah. Uff. Viele Parameter. Tess und Joel sind als Schmuggler tätig. Sie geraten mit Robert in der Serie bei einem Geschäft mit Benzin aneinander. Im Spiel geht es um Waffen. Eieieiei, starke Frage. Lass es sacken. Ach, ich komme nicht drauf. Ey. Ich weiß, was falsch ist, aber ich weiß auch, was falsch ist, aber ich komme nicht. Ist schwierig, ist tricky, sage ich aber auch. Aber das wäre wirklich Respekt an die Redaktion, das ist eine gute Frage. Ist das der, den die erschießt? Nee, das ist so ein Polizist. Also ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Traut ihr euch? Sonst kann ich die Frage schließen, ja, aber wir können munter distanzieren. Also ja, Robert stimmt, Tess und Joel stimmen. Es geht tatsächlich darum, um was sie schmuggeln, meiner Meinung nach. Und ich meine, im Spiel ist Waffen richtig. Aber in der Serie... Nee, das ist schon... wir sind durch. Ah, okay. Aber sie schmuggeln eine Batterie. Das wäre richtig. Stimmt. Ja, das wäre es gewesen, ja. Aber im Spiel oder in der Serie? Oh, exakt richtig. Wir gucken auf die Auflösung. Ja, genau. In der Serie ging es nicht um Benzin. Schade. Das sorry, ich hatte gut. Das so von, wir haben eigentlich gesagt, aber die Frage ist nichts, geschlossen. Sie hat noch nichts verraten. Ja, das stimmt, ja. Na gut, okay. Aber richtig, Autobatterie wäre es gewesen. Wir machen direkt weiter. Nimm diesen Vibe mit. Ja, ja, ja. Im ersten Teil ist die Schrotflinte die einzige Schusswaffe, die nicht verbessert werden kann. Eddie? Kann doch. Hä? Aber du musst noch irgendwas ersetzen, glaube ich. Vier, das stimmt. Im ersten Teil drei. Ist die Schrotflinte und der Revolver. Nee, ich weiß es. Nee. Es ist irgendwas. Aber vertikal. Es ist das Sturmgewehr, was man mit Joel im Krankenhaus findet. Das kriegt man da hinten. Richtige Antwort. Yes! Schrotflinte falsch. Sturmgewehr wär's gewesen. Direkt wieder kaputt gemacht alles. Geil. Genau so ist es. Wir schaffen das. Da ist der Ausgleich. Ja. Let's go. Was erwartet uns denn im Spiele-Franchise eigentlich? Gibt es schon irgendwelche Pläne für einen dritten Teil? Gibt's es gibt irgendwas, Gerüchte, aber es ist nicht. Was sind denn die Gerüchte? Naja, dass es einen dritten Teil gibt. Dass die dran arbeiten. Okay. Es gibt Teil 4. Wir skippen Teil 3. Okay. Na, ich glaube, es ist schon eigentlich so ein bisschen so ein offenes Geheimnis, dass sie schon, glaube ich, dran arbeiten. Und vor allem, also ne, ich vergesse es auch immer, aber es kommt ja auch dieses MMO oder dieses Online-Spiel raus. Ah, okay. Was ja eigentlich, also The Last of Us 1 hatte ja einen Multiplayer und The Last of Us 2 sollte ihn auch eigentlich direkt zu Release haben. Und dann sind wohl diese Ideen, sind die ein bisschen überbordert und dann haben sie jetzt so ein Survival Online, so ich glaube so Division-mäßig soll es wahrscheinlich am Ende werden. Also wirkte das ein bisschen so aus diesen Concept-Arts, die man gesehen hat, aber man weiß so wirklich weiß man noch nichts. Klingt ja nach genau dem, auf das wir alle warten. Mhm. Okay. Ich habe ihn nicht gespielt, ja. Aber ich habe gehört von Kollegen, dass der Multiplayer vom ersten Teil auch den hab ich damals cool gewesen gespielt. Sein soll. Ja, also, der Fractions-Multiplayer, der war richtig cool.
Also so wie Uncharted eigentlich. Ich finde so, Naughty Dog hatte immer so ein gutes Gespür für so, okay, wir können mit Call of Duty und so nicht konkurrieren, aber wir finden so ein bisschen unsere eigene Nische. Mhm. Das hatte voll gut funktioniert. Mal gucken, ob die nächste Aussage voll funktioniert für euch. Ich möchte Folgendes korrigiert haben. In der Serie sind Bill und Frank ein glückliches Paar. Im Spiel lernt man Frank nie kennen, weil er vor Joel und Ellies Eintreffen die Stadt verlassen hat. Oh. Schon einiges gehört zur Geschichte. Mhm. Wer kann das hier lösen? In der Serie sind Bill... Weißt du wirklich, was Sarah? Er hat nicht die Stadt verlassen, er ist gestorben. Genauer? Er hat sich umgebracht. Ja, lass ich gelten. Stark, ey. Yes. Hatte ich auch. Er hängt, um ja, konkret genau zu sein. Genau so ist es. Ja. Ich war mir halt nicht mehr sicher, hab mich nicht getraut. Stark. Ich dachte vorhin nämlich schon, als du über den Brief erzählt hast, dass du Star Drops und dachte so, verrat's noch nicht. Aber schlecht gewesen, aber. Ja. Ja, Respekt. Sarah hatte es richtig präsent. Genau. Wie viele Fragen haben wir noch, Andreas? Ich habe noch 3. Aber auch die 2-Punkte-Frage. Genau. Ist noch alles drin? In der Tat. Weiter geht's. 2023 erschien die HBO-Serie. 2018 der zweite Teil des Videospiels und 2013 der erste. 2020 erschien der zweite Teil vom Videospiel. Komplett richtige Antwort. Genau so ist es. Stark. Sarah, deine Schnelligkeit, die kotzt mich so an. Das war Anfang Corona, ich saß alleine zu. Ja, safe, aber ich brauche brauch immer Timing, zwei Millisekunden mehr, um als Sarah zu schalten. Aber Respekt, so Zahlengewitter finde ich es immer schwer, das dann präsent zu haben. Aber auch perfektes Timing, dass Anfang Corona die Pandemie kam. Das wurde ja auch verschoben erstmal. Echt? Ja, das so um 3-4 Monate. Das sollte, glaube ich, eigentlich im Februar kommen. Nee, nicht Februar, das im Mai und dann kam es, glaube ich, Juli, August wegen oder so. Wegen der Pandemie oder weil es nicht ganz fertig war? Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht sicher. Sie haben es offiziell, glaube ich, nie begründet, aber es war auf jeden Fall weird, zu Beginn einer Pandemie ein Spiel bei einer Pandemie droppen. Ja. Ist schon schwierig. Es hat sich ja auch, wie hieß dieses Handyspiel, wo man möglichst viele Leute infizieren muss? Ja. Hier, Pandemic? Nee. Container. Ich weiß, was du meinst. Aber es gibt so ein 99-Cent-Spiel, das ganz berühmt ist. Und das ist dann irgendwie explodiert in der Pandemie. Das hat jeder gespielt. Irgendwie ist völlig crazy. Und wo er dann gemerkt hat, das ist eigentlich ein bisschen, also ist gut gemacht. Ja. Realistisch. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir die Realität zum Abgleichen. Ach, das funktioniert. Okay. So wie alle hier Dingens dann geschaut hatten, diesen einen Film. Containment Outbreak oder so? Contagious. Contagious, ja. Ich glaube, der war das. Ich habe noch 2 Aussagen für euch, wenn ihr Bock habt. Ja, dann macht doch. Oh, scheiße, jetzt bin ich unter Zugzwang hier. Geht um alles. Nachdem Ellie und Dina sich auf Eugenes verlassener Cannabis-Plantage näher kommen, überrascht sie ausgerechnet Joel. Bertie. Fuck, ich weiß seinen Namen nicht. Es ist der, der so ein bisschen asiatisch angehaucht ist. Wie heißt er? Dürfen wir? 4. Owen? 3. Owen? Ja. Nein. Nee. Fuck, wie heißt der? Terry? Chance abzustauben für euch, ihr könnt euch beraten. Du weißt, wie der heißt, ne? Quasi. Dann do it. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob es ist, aber ich weiß, wie er heißt. Soll ich? Es ist der asiatische... Okay, dann Jesse. Ja, Mann, fuck! Ich war mir nicht sicher, ob es Jesse ist, aber es macht keinen anderen Sinn. Owen ist hier der Dingens von FBA. Es ist Jesse. Namen, Jesse, Jimmy, Jesse. Hör mir doch auf, ey. Ich dachte, Terry, ich hätte bei Tony, Eugene keine Ahnung Timmy mehr gehabt. Das hätte auch Wilhelm sein können. Oder keine Ahnung. Ah. Richtige Antwort von Sarah. Habt ihr schon gewonnen, ne? Nein, hier geht's immer noch. Es ist immer noch alles möglich, denn es gibt jetzt 2 Punkte. Wir können ja falsch raten, du richtig. Genau. Richtig. Ui, okay, dann muss ich ja euer auf euch abwarten. Eigentlich ja. Jetzt kommt schon die Finale. Genau so ist es. Ich zeige euch jetzt ein Foto. Ich antworte auf jeden Fall, Berti. Das Foto wird eine Falschinformation nicht beinhalten, aber ich werde dazu was Falsches sagen. Wir einfach nicht bitte antworten, euch, haben wir gewonnen, ne? mich zu korrigieren. Seid ihr bereit? Ja. Dann sage ich jetzt... Hier sehen wir Nelly lächeln. Was? Sarah. Ja. Aber lächelt sie wirklich? Ja, richtige Antwort. Das ist Sarah, Joels Tochter. Glückwunsch, Sarah. Ausrufezeichen setzt Sarah hier auch noch mal. Damit gucken wir noch einmal auf den finalen Punktestand hier bei Endgegner Last of Us und sehen Folgendes. -1 für Berti, 5 für Sarah.
im direkten Duell. 6 für Sarah, minus 1 für Eddie. Okay. Sehr, sehr gute Leistung, sehr, sehr tolle Danke. Runde. Ihr habt sehr viel gewusst. Ja. Autobatterie. Ihr ja, wird niemand vergessen. Ja. Und trotzdem muss ich an der Stelle sagen, Berti, für dich hat es an der Stelle nicht gereicht. Wir haben ja eine neue Endgegnerin hier bei Last of Us. Ich mach dich das nächste Mal so fertig, ey. Stark. Stark. Völlig fit. Nee, aber wirklich Respekt. Sarah war immer auch schneller bei den, also einfacheren Fragen, ne? Als zukünftige Endgegnerin, wo siehst du welches, wo wärst du unbesiegbar? Wo ich unbesiegbar bin. Naja, du bist dann auf dem Thron und musst gegen zwei Leute antreten. Ach so, wer das machen könnte. Nee, welches Thema wäre das, wo du sagen würdest, da wäre ich als Endgegnerin. Ich muss doch erst wiederkommen, wenn es wieder um Last of Us geht, oder? Das stimmt. Ach so, sie ist nur Endgegnerin Last of Us? Ach Gott, ja. Nicht generell. Du sitzt hier morgen für alle Themen. Keine Ahnung. Ja, gut, dann. Aber auch da haben wir Spezialisten hier in der Firma, glaube ich. Das stimmt. Und ich würde sagen, hier lohnt sich auf jeden Fall nochmal eine Revanche. Das war teilweise wirklich nur Sekunden voneinander entfernt. Ihr habt sehr, sehr viel gewusst, sehr, sehr viel probiert. Ich bin mal gespannt, ob es eine der schnellsten Endgegnerfolgen überhaupt war. Also kürzesten. Mhm. Weil einfach wirklich immer Schlag auf Schlag. Das könnte sein. War es nicht. Vielen, vielen Dank an euch drei. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Haut ihr doch gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat und welche Themen wir hier nochmal behandeln sollen bei Endgegner. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.